Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele heute Überlebender. Ja, und ich spiele heute wieder mit einem Zuschauerbild. Und zwar soll ich mal mit den Perks spielen. Wir werden ewig leben, Adrenalin, Widerstandsfähigkeit und Bindung. Genau, ich wollte gerade und Ruin sagen, aber das wäre Killer gewesen. Nee, Bindung. Genau, so, ich sehe, dass dort oben Leute sind. Wir haben hier gerade Ruin am Start. Darum wollte ich das anscheinend sagen, ne? So, die Mia geht. Dort oben hocken sich die auch irgendwie hin. Ist das schon der Killer? Ja, das ist... Ich sehe einen Killer, aber ich muss gerade auf den Skillcheck schauen. Ich weiß nicht, was für ein Killer ist. Sieht groß aus. Ich hätte... Nee, ist ein Gespenst. Okay, da muss ich aufpassen. Die kann dann einen mal ganz schnell vom Generator wegziehen. Das Ding ist, ich hatte jetzt gerade auch kein Face-Geräusch gehört. Ich weiß halt nicht, ob man ihren... Face-Sound hört. Ja, man hört ihn. Ich habe ihn gerade eben gehört. Okay, das heißt, da muss ich doch nicht so hellhörig sein. Hätte ja sein können, dass sie mit dem Perlenkettenarmband spielt. Armband spielt. Damit muss man... das ist schon echt ein krass starkes Addon fürs Gespenst. Damit wird man mal schnell vom Generator weggezogen. Und wenn sie damit gespielt hätte, dann... Ja, müsste ich übervorsichtig irgendwie am Generator sein. Im Zweifel sogar nur den Generator antippen, dass er mich da nicht wegziehen kann. Ich habe noch keine so richtig gute Strategie gegen dieses Addon gefunden. Aber gut, gegen die meisten richtig guten Addon hat man da nicht unbedingt einen perfekten Counter zu, ne? Ich meine, wenn ein Fallensteller mit super guten Addons spielt, dann ist halt einfach nur die Lösung, ja, entschärf nicht die Fallen und lauf halt einfach nicht rein, ne? So, sie rennt nach dort hinten. Ich mach einfach mal hier die Totems so ein bisschen kaputt. Im Zweifel, dass sie mit Noed spielt. Ich meine, ja, das ist ein cooles Perk, damit spiele ich auch manchmal ganz gerne. Aber man möchte es als Überlebender doch ganz gerne vermeiden. So, da wurde gerettet. Der Adam kommt hergelaufen, gibt mir Heilpunkte. Mensch, Adam, komm her. Da sage ich nicht nein, komm rein. Du willst hier an der Palette heilen? Okay. Ich wollte ihn so ein bisschen in die Palette setzen, dass er im Zweifel nicht von mir eingeklemmt wird. So, du wirst jetzt geheilt. Wir haben noch nichts gemacht. Sie hat einen Haken schon mal gemacht. Das ist gar nicht mal so gut für uns, ne? Ja. Weil sie jetzt einfach nur Fortschritt gemacht hat und wir noch nicht. Sie eilt dort hinten immer noch rum. Der Generator ist schon relativ weit. Ich weiß nicht, sollte ich jetzt hier einfach an den Generator gehen und mein Glück hoffen, dass ich und der Adam die Skillchecks gut, sehr gut machen? Oder... Okay. Wir müssen jetzt vorsichtig sein, diese Face wieder. Oh, Adam. Du bist tot. Oh Mann. Der ist genau in den Schrank gegangen. Eieiei. Das war. Ich weiß nicht. Das Ding ist, das Gespenst kann dich nicht sehen, wenn sie im Facewalk ist. Sie kann aber sehen, wenn sich der Schrank irgendwie öffnet, ne? Darum. Ja, ist halt so eine Sache, ne? Dagegen in den Schrank zu gehen. Höchstens man halt vielleicht frontal oder sowas mit dabei. Dann könnte man damit wiederum ganz gut das ausspielen. Da unten war noch ein Totem. Sie ist aber jetzt hier hinter der Mia her. Hoffe ich mal. Nein. Oh, sie ist so ein bisschen parallel zu mir gelaufen. Das Ding ist auch ein bisschen ungewohnt für mich, ohne Sprint-Perks zu spielen, den ich jetzt irgendwie aktiv nutzen kann. Ich muss halt jetzt hier wirklich vorsichtig sein. Also beziehungsweise, ne, Adrenalin kann ich halt jetzt halt das ganze Spiel lang nicht nutzen. Das hilft mir nur am Ende was. So, aber ich verdiene mir jetzt erstmal so ein bisschen meinen... Wir werden ewig leben. Punkte sind Punkte, die hole ich mir. Im Zweifel tanke ich auch einen Schlag für den. Für die Punkte würde ich sogar zwei Schläge tanken. Oh, die ist hier wieder. Soll ich dich heilen? Nein, die ist hier, die ist hier, die ist hier. Die hat. Nur ist es. Adam, lauf bitte, ne? Ich mache hier Spuren. Seht ihr, ich bin ja nicht dumm reingelaufen, ne? Ich habe einfach nur geschickt Spuren gesetzt. Das war alles bewusst eingesetzte Taktik. Oh ja, zum Glück. Das Ding ist, ich spiele ohne eisernen Willen. Also, ich werfe mal lieber um, ne? Upsi, da bin ich. So, sie kann, glaube ich, noch nicht phasen, weil sie gerade eben erst gefaced ist. Oh je, hoffe ich habe Stoß! Oh, ich hätte zur Palette gehen sollen. Und da ist der Keller. Okay, das könnte mein Verderben sein. Ist es hoffentlich nicht, ne? Aber wenigstens ist der Adam fortgekommen. Wenn der jetzt tot gewesen wäre, dann wäre das jetzt viel, viel schlimmer gewesen.
So, der heilt sich aber dort oben. Nicht, dass die nächstes Calling hat, mein Lieber. Pass da mal bitte auf. Dort hinten macht jemand einen Generator. Und wo die letzte ist... Ne, dort macht jemand einen Generator und die rennt dort hinten weg. Die Besessenheit wird gejagt. Der Adam ist anscheinend nicht die Besessenheit. Ne, dort hinten ist sie jetzt und jagt jemanden. Der Adam rettet mich jetzt und dann müssen wir sofort aus dem Keller rausgehen, weil der Keller, der ist so ein bisschen anders als ein Keller wie beispielsweise in einem... Verdammte Axt. So, ich kriege einfach mal raus. Vielleicht sollte ich eher recovern, aber ich kriege raus, falls jemand eine Taschenlampe hat. So, ich recover jetzt. Die ist dort unten und durchsucht die Schränke oder was macht die? Oh je, sie hat den Adam. Und wenn der Adam geschnappt wird, ist er tot und mich hat sie dann auch gleich. Den Adam wird sie aber nicht entkommen lassen, dachte ich mir. Ja, aber ich werde zumindest geheilt, denke ich. Ich werde es nochmal schaffen, hier von wegzukommen. Jetzt jagt sie plötzlich die Nia. Ach du Hölle, jetzt fängt sie an mit Slangen. Und damit kriegt sie uns im Zweifel. Komm, wir müssen hier schnell weg, wir müssen den Adam heilen. Widerstandsfähig ist aktiv, darum 9% schnellere Heilung. Scheibenkleister, ich bin so blöd. Ich dachte, dass sie zu mir faced. Ja, lauf Adam. Zum Glück, hier komm, ich hole sie, ne? Ihr wisst ja, wir werden ewig leben. So, ich werde als letztes geheilt, damit ich noch mit 9% schneller mit Widerstandsfähigkeit die anderen alle hochheilen kann. Okay, das ist sehr lieb von dem Gespenst, dass sie jetzt uns im Grunde diese Lücke lässt. Sie hätte jetzt auch zumindest es geschafft, ne? Uns jetzt alle richtig zu zerstören, wenn sie im Grunde auf die Nia geslagt hätte und dann im Grunde zum Adam gegangen wäre und den Adam aufgehangen hätte. Dann hätte sie zumindest einen Kill gehabt und im Zweifel legen hier noch so viele Leute rum. Disconnect. Ach, Liebes, mach doch sowas nicht. Ist da vielleicht das Totem vom Gespenst? Ich meine, ich habe dort hinten eins gesehen, das war aber nicht leuchtend. Es ist gerade nicht so die Zeit, normale Totems zu zerstören. Einfach, weil sie gerade das Spiel so sehr dominiert. Sie macht echt einen guten Job, so als Killer. Und lässt uns da kaum, freien Atem. Ich versteck mich mal. Sie ist dort oben. Hier trete ich kurz gegen. Mensch, zu viel Killer gespielt in letzter Zeit. Hier fasse ich kurz an. Immer noch Ruin aktiv. Da habe ich jetzt gerade nicht so die große Lust drauf. Ich weiß, es ist wenig Zeit und ich sollte mich doch da durchboxen. Und ein guter Überlebender würde das hinbekommen. Für den ist Ruin kein Problem. Naja, ich bin halt auch manchmal ein Brot, ne? Ich gehe mal nach hier oben. Hier oben spawnt nämlich auch gerne mal einen Totem und entsprechend das Ruin-Totem. Dann schaue ich mal. Wenn es jetzt nicht hier oben ist, schaue ich einfach nur... Na gut, nee, in die Kiste wollte ich schauen, aber da kann ich nicht mehr reinschauen. Hier ist es nicht. Und hier ist es nicht. Okay, wir haben keine Zeit, jetzt hier ewig nach Ruin zu suchen. Ich habe mein letztes Versteck, was mir jetzt so eingefallen ist, abgeklappert. Das ist wahrscheinlich noch hier irgendwo. Ja gut, hier irgendwo in der Map, das muss ja so sein, ne? So, okay, ich versuche den mal durchzukloppen. Im Zweifel schaffe ich den Generator und die Nia hält noch ein Weilchen durch. Ich glaube, es war eine Nia. Oder ich weiß nicht, was es ist. Oder die Claudette, keine Ahnung. Vielleicht repariert der Adam auch noch einen Generator. Und dann können wir im Zweifel hier rauskommen. So. Das Ding ist, Widerstandsfähigkeit kommt jetzt hier nicht so wirklich zum Tragen. Einfach weil ich gerade alleine am Generator, beziehungsweise Quatsch, weil ich hier einfach nicht verletzt bin, ne? Das ist ja nur 9% schneller, wenn ich verletzt bin. Und das hat mir kurz vielleicht beim Heilen vorhin ein bisschen geholfen, aber... Naja, an sich auch nicht so sehr. Okay, der Adam ist so ein bisschen auf der Suche, der sucht nach Ruin. Ich hoffe, der entscheidet sich bald, ob er das Ruin jetzt endlich findet oder ob er dann doch wieder noch einen Generator macht. Die Nia hat ja auch nicht ewig Zeit und mit jeder Sekunde, die vergehen im Grunde auch Paletten auf der Map. Ich bewundere es schon, dass die Nia das Gespenst so lange hinhält, ne? Die Zacken, die bewegen sich da schon weichen. Ich spiele manchmal gegen das Gespenst echt nicht gut, ne? Also ich schaff's vielleicht mal vom Gespenst wegzukommen, weil sie halt faced und mich nicht sieht. Aber so richtig in der Jagd und durch Paletten zu kommen, also ja, da gewinnen die Gespenster gerne mal im Mindgame gegen mich. So, der Generator ist gemacht und jetzt gehe ich nach dort oben. Vielleicht sitzt ja der Adam da. Nein, das hätte ich gesehen mit Bindung.
Dort hinten ist sie klein gegangen. Okay, dann versuche ich jetzt den Generator durchzuknüppeln. Ich hoffe mal, dass der Adam vielleicht jetzt sehr vorsichtig ist und vielleicht rettet. Aber wenn der Adam gejagt wird, könnte es das auch schon wieder gewesen sein, weil zu zweit wird es echt schwer. Okay, sie kommt zu mir. So, sie geht durchs Fenster. Dem Gespenst fehlt eine Durchsteiganimation fürs Fenster. Sie ist hinter mir. So, ich hoffe, ich kann ihnen jetzt auch so ein bisschen Zeit verschaffen. Die ist aber nicht weit gefaced, ne? Sie ist durch. Das Ding ist, ein Gespenst kann sich halt auch einfach mal davor hinstellen. Und ich als Überlebender... Ja. Und ich als Überlebender werde dann gemeint geben, darum warte ich da immer noch so ein bisschen ab. Sie ist halt einen lang... Upsi, das, ich, dann ist sie plötzlich hinter mir auf. Sie ist halt einen langsam mehrerer Killer, sag ich mal. Oh shit, jetzt kriegt sie mich. Oder nicht. Weil sie auf die Nia geht. Die Nia hat da wahrscheinlich auch irgendwie Spuren gesetzt. So. Das ist dumm, die ist hier irgendwo. Dort ist sie. Ich bin verletzt, also mache ich Geräusche. Sie hat gegengetreten. Jetzt kommt Widerstandsfähigkeit mit ins Spiel. Und ich arbeite ein bisschen schneller. Ich kann mich nicht heilen. Ich könnte jetzt höchstens nach jemandem suchen, aber dafür ist gerade halt einfach nicht die Zeit da, ne? Dass ich jetzt nach einem Teammate suche und mich heilen lasse. Ich versuche jetzt einfach den Generator schnell durchzuknüppeln. Dort hinten ist die Nia. Die wird aber nicht gejagt, sonst würden ihre Besessenheitskrallen da unten wackeln. Also hier unten links, ne? Ihr wisst, wovon ich rede. So. Oh, danke. Oh, das ist so nett. Ja, Mensch, das ist eine tolle Toolbox. Ja, komm. Ja. Die Nia muss gejagt werden. Das Gespenst sieht aber auch meine Spur nach hier hinten. Das Ding ist... Ich bin verletzt und mache Geräusche. Und ich höre nicht, ob sie faced und wann sie faced. Die ist auf dem Hügel. Durchs Fenster. Jetzt hier zur Palette. Oh, das Gespenst hätte sie beinahe geschlagen, ne? So, Gespenst hat sie jetzt getroffen. Sie ist dort hinten. Ich versuche hier einfach weiterzumachen. Im Zweifel habe ich Adrenalin. Das könnte nochmal die Rettung sein. Oh, das zweite war aber jetzt wirklich ein großartiger, ne? Eigentlich in der gerechten Welt, ne? Sie kommt her. Sie weiß halt, dass ich hier bin. Und sie kann sich's halt nicht leisten, dass ich den Gender durchknüppel. Aber bin ich jetzt gerade blöd? Ich kann gerade voll zu meinem Team. Ich hoffe, dass die Palette da noch steht. Ansonsten gehe ich klein für nichts. Ja, natürlich steht die Palette da nicht mehr. Nein, Nia, Nia, Nia! Ich glaube, ich wäre eh klein gegangen. Alter, Adam, pass jetzt bloß auf, ne? Hier soll eigentlich nur einer klein gehen. Das bin ich im Zweifel. Nia, jetzt nicht so dreist. Lauf weg. Ist manchmal, so ein Killer ist oft nicht zu unterschätzen. Manchmal, da macht man halt jetzt Überlebende und unterschätzt den Killer und denkt sich, ja gut, hier komm, ich heil mal noch schnell und was weiß ich, mach dies oder das. Aber schaut mal zu dem Adam, ne? Der braucht jetzt hier gefühlt 300 Jahre, um sich selber zu heilen. Ich meine, er ist dann zwar wieder fit, aber es dauert halt einfach ewig und wir haben jetzt gerade einfach nicht die Zeit. Die Nia ist dort hinten an dem Generator und will den weitermachen. Das Gespenst ist bei ihr. Der Generator hier war aber auch etwa bei der Hälfte. Das Gute ist, bei dem Generator dort hinten ist halt direkt ja ein relativ gutes Fenster. Gut, das ist hier auch, aber da steht, glaube ich, noch die Palette. Deshalb ja, ist der Generator meines Erachtens noch ein bisschen besser als der hier. So, der... Adam lässt sich wirklich ein bisschen Zeit mit seinem Heilen. Jetzt ist er fertig. Kommt hoffentlich zur Rettung. Ich hoffe, dass ich nicht gefarmt werde. Die Nia hat die Palette umgeworfen. Das war sozusagen unser Trumpf an dem Generator dort. So, sie wird immer noch... Jetzt wackeln die Zacken nicht mehr. Das heißt, ich gehe hier weg. Nee, okay, sie ist gefaced. Darum. Okay. Wie weit ist der Generator? Wir müssen... Ich würde gerade sagen, wir müssen ihn jetzt perfekt durchkloppen. Okay, sie kommt.
wusste es. Ach, herrje, nee. Die jagt jetzt den Adam. Wenn der Adam klein geht, haben wir verloren, weil dann bin nur noch ich da. Ja, und ich bin halt nicht der Geschickteste. Ich versuche jetzt mal schnell noch die Nia hochzuholen. Um ihr Slagen im Grunde so ein bisschen zu bestrafen. Und dem entgegenzuwirken. So, du kannst vielleicht den Adam niedermachen, aber ich kann auch die Nia aufheben. Ja, komm, Nia, wir sollten uns eigentlich heilen, das ist ein Gespenst. Adam ist tot, wenn er hängt. Das wird jetzt nochmal richtig schwer, denke ich. Ich weiß nicht, ob es Gespenst Barbecue hat. Oh, wir wollen ja seinen Degenerator. Na gut, sie patrouilliert wahrscheinlich nur zwischen denen dort hinten rum. Wobei, ich höre jetzt schon Herzschlag, ne? Sie hat garantiert Barbecue. Ich glaube, die Nia läuft hier vielleicht so ein bisschen rein. Wobei, die Nia hat wahrscheinlich einen Plan mit ausgewogener Landung, aber... Hat mich das Gespenst gesehen? War ich da gerade zu voreilig? Ach nee, jetzt nicht Slaggespenst. Sie macht dort unten eine Palette kaputt. Lauf. Sie hat uns diesen Freiraum gelassen. Oh je, jetzt gehe ich klein. Aber ich glaube, ich kann noch einmal hängen, aber sie wird mich in den Keller bringen. Die Nia ist noch dort oben. Ich hoffe mal... Mann, nee, das wird nichts. Okay, ich kriege einfach weg. Das Ding ist, wir haben jetzt... Ja, ich habe halt nichts dabei, um irgendwie das Slagen zu bestrafen. Sowas wie Unbreakable, Beharrlichkeit oder Flipflop. Damit könnte ich im Zweifel noch hier irgendwie entweder schnell wegkommen, wieder aufstehen oder halt ja den Weg zum Haken hier unmöglich machen. Sie weiß jetzt wahrscheinlich auch, wo ich liege und wird mich jetzt auch irgendwie an Haken bringen. Ich glaube auch nicht, dass sie Gnade walten lässt. Ich wiegel einfach mal nicht, aber ich denke nicht, dass sie mich da entkommen lässt. Ich meine, wer sluggt für den letzten Kill, der wird auf den letzten Kill nicht verzichten, nur weil derjenige nicht wiegelt. Okay, ich bin auch tot gewesen. Okay, das war also doch riskanter, als ich dachte. So, der Editus holt mich. Das Gespenst hat aber im Grunde ganz gut gespielt. Wir hatten halt so ein bisschen dann Pech mit den Generatoren. Wobei nicht Pech mit den Generatoren, aber Pech, dass... Naja, dass wir halt uns nur auf diese zwei Generatoren konzentriert hatten, Ruin noch nicht gefunden hatten und das Ganze halt ja ein bisschen schwieriger wurde. Und alle Paletten da schon dann weg waren. So, good game. Ja, wir haben Pip gemacht. Wundervoll. Wie sieht... Warte mal, genauer gucken. Ich habe sehr viele Generatoren gemacht, bin nicht entkommen. Sehr viel gerettet und geheilt und ein bisschen gejagt, also ordentlich gejagt. So, das waren meine Gegner und Mitspieler. Disconnect. Naja, na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ja gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren lassen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.